Der Meister von Elektroblitz kann sich freuen. Er kann bei einer Ausschreibung teilnehmen. Ausschreibungen können öffentlich oder privat sein. Öffentliche Ausschreibungen werden zum Beispiel von Behörden durchgeführt, private Ausschreibungen dagegen von Unternehmen oder Privatpersonen. Oftmals werden solche privaten Bauvorhaben von einem Architekten betreut. Bei dieser Ausschreibung handelt es sich um ein größeres Projekt mit Gebäudesystemtechnik, kurz GST genannt. Hier soll ein Gebäude mit einem Bussystem ausgestattet werden. Zuerst überprüft der Meister die Ausschreibungsunterlagen. Entsprechend der Anforderungen holt er die Preise für die benötigten Komponenten des entsprechenden Bussystems beim Großhändler ein. Die Schaltschränke mit den Buskomponenten werden bei Elektroblitz von einer Fremdfirma vormontiert. Deshalb werden auch hier die aktuellen Preise in Erfahrung gebracht. Nachdem der Meister sich ein genaues und umfassendes Bild vom potenziellen Auftrag gemacht hat, füllt er die Ausschreibungsunterlagen vollständig aus. Die Firma Elektroblitz hat nach dem Auswahlverfahren den Zuschlag für den Auftrag erhalten. Sie bekommt den Bauvertrag zugesendet. Diesen liest der Meister sorgfältig durch, unterschreibt und schickt ihn an den Auftraggeber zurück.